Ich darf heute Herrn Wolter von UTAX hier beim Systemhauskongress in Düsseldorf begrüßen. Herr Wolter, für Sie ist das ja die Premiere hier beim Systemhauskongress. Was versprechen Sie sich von diesem Format? Wir versprechen uns hier ein Podium, wo wir unsere Strategie, die wir auf der CeBIT vorgestellt haben, hier natürlich fortführen können. Wir wollen dem Fachhandel zeigen, der IT-Welt zeigen, dass wir schon lange nicht mehr nur bei MPS sind, sondern dass wir hier auch schon das Feld MPS und MDS miteinander verbandelt haben. Ich nehme an, dass sich das auch an Ihrem Stand widerspiegelt. Was werden Sie denn den Systemhäusern hier zeigen? Wir werden Ihnen eine mobile Cloud-Lösung zeigen, die einen Mobile Print Paid Service zum Thema Drucken und Scannen zeigt. Die Besonderheit hierbei ist, dass wir eben das nicht nur in einer Private Cloud tun, sondern auch in einer Public Cloud und dabei auch ein sehr, sehr smartes Abrechnungsmodell zeigen. Das geht ja schon ziemlich tief in das Lösungsgeschäft rein. Also wir gehen weg von der reinen Boxenschieberei, gehen rein in die Lösung. Das ist ja für Sie als Hersteller auch eine gewisse Transformation im Unternehmen. Wie stellt sich das dar? Absolut. Also wir wollen natürlich mit diesem Feld der Welt zeigen, der IT-Welt zeigen, dass ein MFP, ein multifunktionales System, schon lange kein Kopierer mehr ist, sondern ein vollwertiges IT-Produkt. Und dieses IT-Produkt hat eben auch ein Betriebssystem und ist eigentlich ein intelligenter Scanner, der zufälligerweise drucken und kopieren kann. Sie sind ja jetzt in dem großen Topf der Druckerhersteller nicht gerade der allergrößte, sondern eher ein kleinerer Hersteller. Was für Vorteile bringt denn das den Fachhandelspartnern? Ja, wir können natürlich eine absolute Loyalität zu unserer Partnerschaft und zu unseren Partnern gewährleisten. Wir haben die direkte Ansprache. Wir betreuen unsere Händler von klein bis ganz groß, sind uns alle Partner gleich wichtig. Wir wollen grundsätzlich jeden Partner auf Augenhöhe bedienen. Wir stellen ihm konkret einen Vertriebsbeauftragten an die Seite, der mit ihm den Lösungsdesign seines Projektes macht. Wir stellen ihm dann in einem sehr durchgängigen Prozess auch dann eine fixe Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner im Innendienst zur Verfügung. Wir stellen ihm einen persönlichen Partner für den Service zur Verfügung, aber auch eben ganz genau einen Consulter für das Lösungsdesign. Also genau da unterscheiden wir uns sehr, sehr deutlich von den ganz, ganz großen Herstellern. Wir nehmen für uns das Recht in Anspruch, flexibel reagieren zu können und vertrauensvoll zusammenarbeiten zu können. Ich nehme an, gerade in diesem komplexen Lösungsgeschäft ist es ja auch notwendig, dass man die entsprechenden Know-how-Träger dann im direkten Zugriff hat. Absolut, absolut. Also wir können hier viele, viele Dinge, die wir schon bei ganz, ganz vielen Kunden aus unserem Direktvertriebsmodell der Triumph Adler täglich erleben, können wir hier in den Fachhandel transferieren. Das Know-how haben wir. Wir haben hier viele, viele Leute, die sich ausschließlich bei uns im Unternehmen mit IT-Design befassen, die mit Druck und Kopie schon lange nichts mehr zu tun haben. Und genau diese Personen wollen wir nutzen, um hier echte Consulting-Dienstleistungen für den Handel maßgeschneidert zur Verfügung zu stellen. Lassen Sie mich doch bitte kurz mal nochmal auf die Lösung, die Sie am Stand präsentieren, zurückkommen. Was ist denn das Besondere daran? Das ganz Besondere ist daran, dass wir mit einem mobilen Endgerät, da kann man hier ganz durchaus hier so ein Apple iPhone nehmen, wo wir mit einem mobilen Endgerät in einem öffentlichen Punkt, das kann ein Flughafen, das kann Filialist sein, das kann ein Point of Sale sein, wo wir da eben ein Dokument, was auf einem mobilen Endgerät ist, ohne großartige Treiberstruktur sofort drucken können und dann eben entsprechend auch ein vernünftiges Abrechnungsmodell dazu für den Partner zur Verfügung stellen. Das heißt, der Partner profitiert dann auch an der Lösung monetär? Absolut. Also wir wollen natürlich Mehrwerte schaffen und die natürlich auch monetär. Gute Leistung lässt sich auch gut bezahlen. Ist das auch im Zeichen der Tendenz, dass man mit der Hardware eigentlich nicht mehr so richtig viel Geld verdienen kann? Sicherlich kann man in der einen oder anderen Kundensituation immer noch mit Hardware Geld verdienen, aber wir wollen eben über die Hardware hinaus, über das Thema Rollout hinaus, über das Thema Betrieb hinaus, dann zusätzliche Dinge schaffen, womit der Partner sich einzigartig macht und sich innerhalb seines Kunden stärker ausbreiten kann und auch da, ganz offen gestanden, einen gewissen Protektionismus betreiben kann, seinen Kunden für sich abschließt.
Wenn jetzt der ein oder andere Partner neugierig geworden ist, wo kann er sich denn über diese Lösung, über UTAX informieren? Also wir haben hier natürlich erstmal einen tollen Stand zur Verfügung. Diejenigen, die uns hier nicht besuchen können, können natürlich dann uns gerne an die Seite holen, einen persönlichen Termin vereinbaren und wir zeigen ihm alles, was er dazu benötigt. Vielen Dank, Herr Wolter. Sehr gerne. Herzlichen Dank.